Dies ist die Olympus XA Pocket Kamera mit einem angeschraubten A16 Blitz. Die Kamera wurde 1979 auf den Markt gebracht und bis 1985 produziert. Um die Kamera zu öffnen, schiebt man das Plastikverdeck vorne zur Seite. Dafür gibt es hier oben eine Perforation und hier an der Seite. Wenn man die Kamera da öffnet, fasst man nicht aus Versehen auf die Linse, was gerne passiert, wenn man vorne schiebt. Die Linse selber ist eine 35 mm 1:2,8 Linse. Die Fokussierung erfolgt mittels eines Rangefinders, eines Messsuchers. Hier vorne ist die Fokuseinstellung von 85 cm Nahaufnahme bis unendlich. Die Kamera verfügt über eine Blendenautomatik zwischen 2,8 und 22. An dieser Seite wird das eingestellt. Die Kamera selber errechnet dann automatisch die Verschlusszeiten zwischen 10 Sekunden und einer 500stel Sekunde. Die ISO-Zahl lässt sich hier vorne einstellen mittels dieses kleinen Schiebereglers von 25 bis 800. Die Kamera verfügt des Weiteren über einen Selbstauslöser. Hier auf der Unterseite gibt es einen Hebel, den man ganz aufklappen kann, dann auf Self-Timer stellen, auslösen. Die Kamera piepst und blinkt, bis sie auslöst. Es dauert etwa 10 Sekunden. Des Weiteren gibt es hier unten die Möglichkeit für Gegenlichtaufnahmen eine Belichtungskompensation von 1,5 einzustellen oder die Batterie zu checken, indem man die mittlere Stellung schaltet. Das Pfeifen bedeutet, die Batterie ist voll und die Kamera ist funktionsbereit. Um den Film einzulegen, drehen wir die Kamera um und müssen sie schließen. Hier oben am Rückspulknauf, den klappen wir auf, ziehen den Hebel raus und zack, geht der Deckel auf. Hier hinten wird der kleine Bildfilm verkehrt herum eingelegt runtergedrückt. Der Film wird auf der Seite in die Aufnahmespule gesteckt und dann mittels des Vorspulhahns weitergespult, bis der Plan anliegt, Deckel drauf, alles ist fertig und funktionsbereit. Um den Blitz abzunehmen, um die Kamera auf die kleinen Maße zu bringen, wird hier vorne an diesem kleinen Rädchen gedreht, bis der Blitz von alleine abgeht. Um den Blitz aufzusetzen, auf die Seite stecken und wieder festschrauben, dass alles fest sitzt. Wenn man den Blitz starten möchte, schiebt man hier an der linken Seite, da wo man sonst die Blende einstellt, oben auf Flash. Dann springt hier oben der Knopf raus und die Kamera lädt den Blitz. Der Blitz selbst wird betrieben von zwei AA-Batterien. Und das ist im Prinzip das, was es zu sagen gibt über die Olympus XA mit ihrem Kampfgewicht von 225 Gramm.